Einen Applaus, den Sie sich verdient haben, aber den sich natürlich auch Ihre Betreuerinnen und Betreuer verdient haben. Es ist nicht alltäglich, dass man sich in der heutigen Zeit vereinsmäßig auch für andere engagiert und einsetzt. Und deshalb ist es umso schöner, dass der SC Bernburg auch jedes Jahr dieses Turnier hier veranstaltet, weil es ist einer der größten Jugendturniere, so wie das den Bezirk Baden gilt. Ja, Dankeschön für die Einladung, darf ich auch an dieser Stelle aussprechen, dass ich die Siegerehrung hier mit meiner Kollegin der Manuela Heinrich durchführen darf und ich komme nun zur Siegerehrung. So wie sich das gehört für den Veranstalter. Okay. Wir kommen zum Sieger des U9 Turniers und wir gratulieren sehr, sehr herzlich an die Mannschaft der Wiener Victoria. Ole! Ganz tolle Leistung, super. Die Gewinner des U9 Turniers im Rahmen des Alpenradler Gedenkturniers. Ich darf mich nochmals bei der Jugendleitung beim SC Bernburg herzlich bedanken für die tolle Arbeit, die Sie hier für unsere Stadt vor allem leisten. Mehr als 150 Kinder werden hier betreut und das betrifft rund um die Uhr, weil das Trainingsprogramm und das Spielprogramm fehlt so. Die Uhr zu Hause. So, meine Damen und Herren, bei Fotos geht es noch machen. Wie gesagt, ich darf mich herzlich bedanken, wünsche allen Mannschaften noch ein gutes Nachhausekommen, wünsche dem Turnier noch einen weiteren guten Verlauf und wünsche euch allen ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr. Dankeschön.